der Vater von Ashley. Bin ich doch richtig, oder? Ich komm nicht. Das ist Ashleys Vater? Das ist Ashleys Vater? Die Frau von der Heide, also mit der will ich eigentlich überhaupt nicht. Moment. Dachte, ich bin der beste Kumpel von Herrn Tanner. Mhm. Du ganz bestimmt nicht, wenn dann der Spitzensportler Paul. So, hier ist das Video. Das ist einfach echt das Video? Ja. Okay. Oh, hier ist Tom Zander. Das ist der coolste Lehrer. Ja, den finde ich auch echt cool. Also ich mag eigentlich alle Lehrer sehr, sehr gerne. Vor allem die, die mir eine 1 plus geben. Oh nein. Und das sind unsere Lehrer. Das ist doch so peinlich. Warum? Nein, sag das nicht so laut. Die sind nicht peinlich. Die sind cool. Allesamt. Grüezi, hallo Torben, alles gut bei dir? Ach, hallo Beatrice. Ja, grüezi, alles gut? Alles gut, ich mach dir gerade deinen Kaffee. Mein Kaffee, genau. Das war ja so klar, das war von Herrn Zander nur nicht anders zu erwarten. Was meinst du denn? Ja, ein Kaffee am Morgen direkt. Ja, aber das darf der doch auch, oder? Ja, klar. Wobei man sagen muss, dass das vielleicht ein bisschen ungesund ist als Sportlehrer, aber... Justus, komm, jetzt ist okay. Ich könnte für die Lucy direkt auch einen mitmachen. Danke, dass du mich auch fragst. Möchtest du auch einen Kaffee? Nein, danke, ich will keinen Kaffee. Okay. Für die Frau Müller. Da hat er das vergessen. Also ich hätte für die Frau Edli auf jeden Fall auch einen Kaffee gemacht. Ich hätte auch noch an die Frau Müller gedacht, also... Guten Morgen! Torben, machst du schon einen Kaffee für mich? Danke. Torben, fällt dir irgendwas an mir auf? Und Lucy, hast du dir eine neue Hose gekauft? Online-Shopping! Hier ist noch dein Kaffee. Ganz günstig. Extra für dich. 29 Euro. Sag mal, Justus, warum bringst du mir eigentlich nicht so einen Proteinshake mit? Ja, weil du mir nicht die Noten gibst. Aber also, doch auf, Freunde, schau mal. Der Herr Zander bringt jetzt der Frau Müller eine Tasse Kaffee und du bringst mir gar nichts. Ja, aber dafür schreibst du immer bei mir die Hausaufgaben ab. Also das muss dann aber auch reichen. Eigentlich helfe ich dir schon genug. Aber weißt du, was mich freut? Immerhin sehen wir jetzt das Lehrerzimmer von innen. Stimmt. Also, cool, das, ich habe das immer nur von außen gesehen, wenn ich da an der Scheibe geklebt habe. Also, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich ab und zu da von außen mal reingeguckt. Ja, aber das ist nicht okay. Ja, aber das ist voll aufregend, wie das Klassenzimmer von innen aussieht. Justus, du musst dir ganz dringend Hobbys suchen. Das ist doch mein Hobby. Danke, Tom. Beatrice, trinkst du eigentlich keinen Kaffee? Ich liebe Kaffee. Ich weiß, gesund ist ja nicht, aber... Wenn ich keinen Kaffee morgens habe, dann läuft der Tag gar nicht bei mir. Aber du willst keinen? Nein, danke, das ist wirklich lieb von dir, Lucy. Aber ich versuche momentan ein bisschen weniger Kaffee zu trinken. Ich habe sonst immer 5 Tassen Kaffee am Tag. Uiuiui. Gar nicht so gesund. 5 Tassen, das ist aber ganz schön viel. Ich glaube, das ist auch zu viel. Und Justus, berechne doch mal die Wahrscheinlichkeit aus, dass sie keine 5 Tassen Kaffee mehr trinkt. Kannst du das überhaupt berechnen? Setz mich jetzt nicht so unter Druck. Ich krieg da gar keine Note für, ich muss das gar nicht ausrechnen. Ja, das stimmt. Und wir haben heute ja die Elterngespräche, richtig? Also ich bin ja noch nicht ganz so lange da. Okay. Aber ich denke schon, dass ich schon Gespräche mit den Eltern führen kann. Aber wo ist eigentlich Fritz? Ah, der drückt sich schon wieder vor den Elternsprechtagen. Das macht er eigentlich jedes Jahr. Aber für mich und für Lucy ist das natürlich... Das war so klar, wieder mal. Ja, aber... Also, ich mag den Herrn Tanner eigentlich gerne, aber das finde ich jetzt nicht okay, dass er sowas sagt. Weil ich glaube nicht, dass der Herr Fröhlich sich drückt. Sowas macht er bestimmt nicht. Doch, das macht der Herr Fröhlich ansauernd. Der drückt sich immer vor den Gesprächen und... Du, ich bin doch schon in Ordnung, was der Tanner da sagt. Ich weiß nicht. Ein Thema. Richtig, Tom, ich liebe Elternsprechtag. Es ist immer so interessant, mit den Eltern zu sprechen, aber man merkt oft, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und das Fritz schon wieder nicht da. Was meint sie mit dem Apfel? Warum wirft man denn einen Apfel runter? Also nein, niemand wirft einen Apfel. Stell dir das doch mal vor. Ja. Also der Apfel hängt an einem Baum. Ja. Der Baum sind deine Eltern. Und der Apfel fällt irgendwann ja runter ja. und landet in der Nähe vom Baum. Das heißt... Das Kind, der Sohn oder die Tochter ist so ähnlich wie die Eltern. Aber sie hat gesagt, ein Stamm. Was meint sie mit Stamm?
Ja, dann der Baumstamm. Denk doch mal nach. Aber meine Eltern sind kein Apfel. Wir machen weiter, wir machen weiter. Was ist, wenn meine Eltern Birnen wären? Ist das dein Ernst? Nein, wir machen jetzt weiter. Der drückt sich jedes Jahr davor. Also ich finde das eigentlich auch nicht in Ordnung. Ich meine, wir haben ja schon einen Plan aufgestellt und Fritz hat ja auch Termine, die können wir ja jetzt nicht einfach absagen, oder? Also wir könnten natürlich, vielleicht können wir nochmal überlegen, ob wir das vielleicht ein bisschen schieben können, aber oh nein, wenn ich das da so sehe, die Frau von der Heide, also mit der will ich eigentlich überhaupt nicht mehr reden. Moment. Über meine Mutter redet die so? Das ist deine Mama, oder? Jetzt bin ich aber echt überhaupt nicht mehr gut zu sprechen auf die Frau Egli. Ja, und schau mal, das hat sie einfach. Also, ich finde das schon lustig, aber warum. Nein, ich finde das nicht lustig. Aber warum sagt sie denn sowas? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ach ja, stimmt, die Frau von der Heide. Ach, die ist echt anstrengend. Und deswegen ist Fritz sich da. Frau Müller sagt das selber auch über deine Mutter. Warum sagen die das denn alle? Das stimmt überhaupt. Aber Just, man muss schon sagen, deine Eltern sind echt anstrengend. Nein! Doch, klar. Nein! Nein, die wollen nur, dass ich gute Noten schreibe. Deswegen setzen die sich auch besonders ein für mich. Aber das ist ja wohl kaum ein Verbrechen, oder? Nee, da gebe ich dir recht. Schauen wir weiter. Verstehen. In den letzten Jahren haben wir das noch übernommen, nicht wahr, Torben? Aber ich sehe das nicht ein, ich mache das nicht nochmal. Du vielleicht, Beatrice, aber ich nicht. Nee, wie machen wir das denn jetzt? Die Frau von der Heide, mit der komme ich gar nicht gut klar. Warum sagen die das denn alle? Ja, das ist der dritte Lehrer. Und Herr Brülich ist extra nicht erschienen wegen deiner Mama. Nein, bestimmt nicht wegen. Nein, das stimmt alles gar nicht. Der war bestimmt nur krank oder so an dem Tag. Ja, aber ich meine, deine Mutter setzt sich ja für dich ein. Das sollten meine Eltern auch machen. Ja. Aber ich kann es schon verstehen. Nein, ich kann es nicht verstehen. Immer noch nicht. Du weißt, ich habe eigentlich zu jedem einen guten Draht, aber mit der Frau von der Heide, das muss einer von euch machen. Das ist deine Mama. Also wenn sie so drauf ist wie ihr Kind, dann wird das ja wirklich lustig, ne? Hast du das gehört? Ich verstehe hier wirklich gar nichts mehr. Warum? Also ich finde das gut, ich will weiter. Nein, ich finde das nicht machen, gut. Aber wenn ich mit der Frau von der Heide ein Gespräch führen muss, dann kann ich die ganzen anderen Termine von mir nicht mehr wahrnehmen. Dann müssen wir ganz viel rumschieben und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Was soll das denn heißen? Ja, weil sie so viel redet wie du. Du findest auch nie einen Punkt. Ja, weil ich rede so viel, weil ich sehr schlau bin und dann auch viel zu sagen habe. Aber das ist doch wohl nicht schlimm. Ja, du bist schlau. Also ich glaube, es ist am besten, wenn du das machst, Lucy. Nee. Also das mache ich nicht. Ich kann die anderen Termine übernehmen. Ich kann die Frau Meier übernehmen und Herrn Biermann. Kann ich beides? Ach nee, den habe ich ja sowieso schon hier. Dann übernehme ich doch den Herrn Peters. Aber Frau von der Heide, nein, das kann ich nicht. Torben, das kannst du machen. Boah, nee, auf gar keinen Fall. Bevor ich das mache, bin ich plötzlich krank. Also das letzte Mal, als weia. Was soll das denn heißen? Will der. Und der so Brüllig, als wäre der krank? So wie, kann man sowas machen? So wie Herr Brüllig, der ist gar nicht erschienen. Ja, aber der ist bestimmt wirklich krank. Ja, der hatte bestimmt eigentlich Lust darauf, mit meiner Mutter zu sprechen. Das glaube ich auch. Ja, gut. Aha, sieht man ja, dass alle Lust darauf haben. Ja. Der Elternsprechtag hatte das. Das will ich gar nicht erzählen. Das will ich gar nicht erzählen. Ich bin nicht unfähig. Hey Tom, was ist denn jetzt mit dir los? Du siehst gar nicht gut aus. Alles in Ordnung? Ich bin ein guter Lehrer. Ich glaube, Tom, geht's gar nicht gut. Tom, willst du nicht mal mit der Schulkrankenschwester sprechen? Nein, will ich nicht. Flashback. Ich will einfach noch nicht mit der Frau von der Heide sprechen. Ich glaube auch, aber ich weiß gar nicht, was der meint. Also, der hatte mal mit meiner Mutter gesprochen, aber da hat meine Mutter nur mal gesagt, dass ich eigentlich eine bessere Note in Sport verdient habe, weil Sport das einzige Fach war, wo ich keine 1+ hatte. Siehst du? Und da darf man sich doch wohl mal beschweren. Ja, komm, Justus, siehst du, aber Herr Zanner hat schon Sorgen oder Bedenken, wenn er nur an deine Mutter denkt. Also, anscheinend ist da schon was dran. Ja. Nein. Justus, ich will weiterstellen. Ich finde das alles ganz cool. Ja, okay. Okay, also ich kann mich um Frau von der Heide kümmern, aber wer übernimmt denn dann Herr Schütze, hä? Oh. Wer von euch beiden möchte das denn machen? Also, dass der Herr Schütze sich hier nochmal hertraut, dem habe ich letztes Mal ordentlich die Meinung gegalkt. Ah, der Herr Schütze. Ja, mit dem verstehe ich mich super. Also, den kann ich auch gerne übernehmen. Ja, super. Wer ist denn nochmal der Herr Schütze? Ist das der Vater von Ashley? Ich glaube ja. Dem würde ich aber am Elternsprechtag auch mal ein paar Takte Justus, sagen. Justus, du weißt doch, ich bin nicht so gut mit Nachnamen. Ich kann mir nichts merken. Ja, das ist mir schon klar, dass du mir nichts merken kannst. Ich kann mir nur Fußball- und Basketball-Situation merken, oder? Ja, das ist mir schon klar, dass du da im Kopf nicht mehr Platz für andere Sachen hast. Wenn der Herr Schütze wieder da ist, mit dem habe ich einiges zu
Nein, ich übernehme den Herr Schütze. Das ist mein bester Kumpel. Also, den nehme ich mir. Tom! Aber das ist unfair! Genau deshalb solltest du nicht mit Herrn Schütze sprechen. Du bist... Dachte, ich bin der beste Kumpel von Herrn Tanner. Mhm. Du ganz bestimmt nicht, wenn dann der Spitzensportler Paul. Ja, stimmt wahrscheinlich. Voreingenommen, wenn das dein bester Kumpel ist. Bin ich überhaupt nicht. Sein Sohn ist einfach einer unserer besten Schüler. Der läuft die 100 Meter in unter 10 Sekunden. Also, der hat das auch einfach dann verdient. Tom, bester Schüler, der hat in allen Fächern außer Geografie und Sport, also in deinen Fächern, in allen anderen Fächern hat er eine 4 oder eine 5. Also das ist nicht hier der beste Schüler an der Schule, nein. Ja gut, aber das liegt dann vielleicht auch eher an euch. Also da muss man sich dann noch mal hinterfragen. Ach, das ist gar nicht ehrlich, Papa. Ob das vielleicht nicht auch am Lehrer liegt. Tom, was willst du mir damit jetzt sagen? Vielleicht einfach nur, dass du jetzt einfach nicht die perfekte Lehrerin bist, die du immer glaubst zu sein. Oh, so geht das also im Lehrerzimmer zu. Das habe ich mir schon immer mal vorgestellt, wie die wohl miteinander sprechen. Und das klingt aber nicht so harmonisch. Nee, das klingt alles andere als harmonisch. Aber ich find's lustig, weil die sind genau wie wir. Ja, wobei, ja, ein bisschen vielleicht. Nee, da können wir später nochmal drüber sprechen. Ich bin nicht deiner Meinung. Und den Headshots übernehme ich und jetzt ist Ruhe. Oh, ich kann mir ja wirklich nicht zuhören. Das ist ja wie im Kindergarten da. Also passt auf, wir machen Folgendes. Ich habe eine bessere Idee. Bevor wir uns jetzt hier streiten, wer hier Frau von der Heide macht und wer Herr Schütze haben darf, machen wir das einfach so. Wir schicken den ganzen Plan nach. Ja, guck, so schlimm ist das also gar nicht. Ja, Moment mal. Die Frau irgendwie hat irgendwas vor. Sie hat, wir schieben den Plan, aber wohin? Mal ein bisschen um. Wir rufen die Eltern alle nochmal an. Verschieben den Plan. Wir geben alle Eltern, wo wir nicht möchten, dass sie mit uns sprechen, die geben wir alle dem Fritz so als kleinen Denkzettel, dass er einfach nicht erschienen ist und dann schieben wir die Gespräche einfach auf einen anderen Tag, wenn Fritz wieder da ist. So muss niemand von uns mit Frau von der Heide sprechen und wir müssen uns auch also, nicht um einen Fritz zweiten. Das finde ich jetzt aber gar nicht gut, dass sie jetzt so einen Plan aushecken, nur damit die das Gespräch nicht führen müssen. Man muss sich halt nur mal dann das gefallen lassen, dass ich eine bessere Note verdient habe, aber so schlimm ist das doch wohl nicht. Beatrice, du passt hier so gut ins Team. Genau so machen wir das. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Und ich muss sagen, ich habe da auch noch ein oder zwei Kandidaten. Da fände ich das auch ziemlich, ziemlich lustig, wenn die mit dem Herr Fröhlich sprechen müssten. Das sieht gut aus. Also ich bin einverstanden damit. Wie seht ihr das? Und weißt du, was lustig ist, wenn Herr Fröhlich dann bei deiner Mama dann da sitzt und deine Mama ihn die ganze Zeit belehrt, von wegen, was für ein schlechter Lehrer ist. Weißt du, wie lustig das ist? Ja, naja, das ist aber nicht lustig, das ist einfach nur die Wahrheit. Wenn er mir eine schlechte Note gibt, dann ist das ein schlechter Lehrer. Du hast eins plus bei Herrn Fröhlich. Ja, gut so. Da sind ja jetzt alle nervigen Eltern bei dem Fritz. Moment, finde ich ziemlich gut. Ich weiß, das habe ich gut gemacht, oder? Hast du richtig toll gemacht, Lucy. Na sehr gut, wenn wir uns da jetzt einigen, also, dann... Was soll denn das Zwinkern von Herrn Zander? Das habe ich mich auch gefragt. Lucy? Herr Zander und Herr Zander zwinkert ihr zu. Nein, aber meinst du jetzt etwa, dass... Nein. Oder? Sind das Geschwister? Nein. Können wir jetzt alle in den Unterricht gehen und dann sehen wir uns heute um... Wer hat heute zuerst den Termin? Lucy, du hast heute den ersten Termin um 15.30 Uhr. Ja? Dann kannst du starten und dann haben wir danach die anderen Elterntermine und ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Ja? Bis später! Ciao, Beatrice! Bis später! Oder Ade, wie du immer sagst! Bis später! So, ich gehe jetzt auch mal. Jetzt kann ich mich auch endlich aufwärmen. Wie, das war's schon? So, da kommt also als nächstes der Herr Meier. Na, ja. Da bin ich mal gespannt. Herr Meier? Gar nicht. Na gut, die... Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das ist der Vater von Ashley, oder? Hast du gerade auch gesagt, wir kennen schon. Ja, also es ist mir gerade auch ein bisschen unangenehm, dass ich gerade mit dem Nachnamen durcheinander komme, weil eigentlich weiß ich das immer sehr, sehr gut, aber mal schauen. Tochter, die ist nicht so motiviert. Herein! Hallöchen, Horst Meier hier, der Vater von Ashley. Bin ich doch richtig, oder? Ich komme dir. Das ist Ashleys Vater? Das ist Ashleys Vater? Das ist Ashleys Vater, aber der sieht doch freundlich aus. Ja, genau, er sieht freundlich aus und Ashley sieht nicht freundlich aus.
Ashley, ja, das stimmt, da hast du recht. Ashley ist auch nicht freundlich. Ashley ist das Gegenteil von ihrem Papa. Ja, das sieht mir ganz danach aus. Horst Meier. Gesagt. Also ich finde den Namen auch lustig, Horst Meier. Der ist cool. Tut mir auch leid, dass ich ein bisschen spät bin, also ich habe ein bisschen zu viel Kilos, ne? Kennen Sie ja wahrscheinlich. Ich bin der Vater von Ashley. Ich freue mich hier zu sein. Hut ab vor Ihrer Leistung, die Sie hier täglich als Lehrer natürlich an den Tag legen. Die ich täglich an den Tag lege, wenn ich wandere. Aber erzählen Sie mir doch mal was über... Was? Er geht wandern? Der geht scheinbar wandern. Das ist ja auch ein offizielles Wanderoutfit, was der anhat. Aber das finde ich cool. Ich meine, sportlich tätig sein, das ist ziemlich cool. Ich meine, da kann sich Ashley eine Scheibe abschneiden. Ja, ich finde, Ashley sollte vor allem einfach mal netter zu mir sein. Aber ja, beim Sport sollte sie sich da vielleicht wirklich was davon abschneiden. Das stimmt. Gut, schauen wir weiter. Also, ich sehe, Sie machen Sport. Gehen Sie auch Nordic Walking? Ah, der Herr Meier. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, Sie sind auf jeden Fall eine positive Überraschung. Also, ich muss sagen, unter uns Nordic Walking finde ich auch richtig spitzenmäßig. Aber jetzt muss ich leider zu einem ernsten Thema kommen. Ihre Tochter, da wünsche ich mir leider manchmal dasselbe Engagement, was Sie hier haben. Weil im Sport ist da leider noch ganz schön viel Luft nach oben. Da hat er recht. Komm, hören Sie mal auf. Hören Sie mal auf. Also, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hat sie von ihrer Mutter. Oh. Ich habe mich auch scheiden lassen letztens und dann waren wir wieder zusammen und wieder scheiden lassen. Aber das ist ein ständiges Hin und Her. Ich möchte auch Vielleicht ist deswegen Ashley immer so schlecht drauf. Das kann gut sein, aber das geht uns wahrscheinlich auch nichts an, wenn ja, schlecht drauf ist. Das stimmt. Ich will nur nicht mehr mit Papier abgeworfen werden. Vielleicht sind wir auch teilweise daran schuld, dass Ashley so ist. Aber was den Sport angeht, kann ich Ihnen sagen, also ich versuche sie jeden Morgen um 6 Uhr zu wecken, ne, dass wir ein bisschen wandern gehen können. Aber das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Aber ich glaube, wir sind da auf einer ziemlich gleichen Wellenlänge. Also wenn ich nicht wüsste, wären sie vielleicht mein Zwillingsbruder. Aber gut, bei dieser Figur ist das ein bisschen was anderes. Also der Zwillingsbruder von Herrn Tanner, der wär ich auch gerne. Nee, ihr beide seht dem Herrn Tanner gar nicht ähnlich. Also, sorry. Ja, aber ich wäre trotzdem gerne der Zwillingsbruder von einem Lehrer. Wenn der von Fritz oder Herrn Fröhlich. Wie viel drücken Sie denn so? Ah, Sie als Zwillingsbruder. Also, oder ich sag besser mal du. Also, ich bin ja eigentlich der Herr Tanner, aber unter uns Torben. Ich bin der Torben. Also, dich als Zwillingsbruder, das wäre natürlich ein absolutes Träumchen. Dann könnten wir immer zusammen einen schönen Staffellauf machen. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, da müssen wir vielleicht... Das finde ich gut, ein Staffellauf. Zurück nochmal zu Ashley. Die Ashley, also, die muss echt Gas geben, weil in Sport, da ist die aktuell bei einer 5. Weil die Eide einfach wirklich kein Engagement... Eine 5? Es gibt wirklich Leute, die eine 5 haben? Ja, Ashley, ich dachte immer, die Notenskala, die geht nur von 1 bis 2 plus. Zumindest ist das bei mir immer so. Also wenn ich mal schlechte Leistung bringe, dann kriege ich eine 2 plus, aber... Ashley hat ständig das Sportzeug vergessen. Natürlich kriegt sie da eine 5. Und immer hat sie eine neue Ausrede dabei. Okay. Ich sag mal, mir tut das Bein weh. Dann sagt sie, ja, mein Hund hat meine Sportbeutel gefressen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die hat immer ganz blöde Ausreden. Das ist ganz offensichtlich, dass sie einfach nur keine Lust hat. Zeigt. Und da müssen wir wirklich ran. Aber weißt du was, unter uns... Vielleicht können wir da auch eine 4 draus machen. Machen wir eine 4. Wir machen eine 4 minus draus. Haben die gerade wirklich einfach so die Note verbessert? Ich musste meine Note für meine 1 plus hart arbeiten. Einfach so. Das hätte ich nie vor dem Herrn Tanner gedacht. Ich auch nicht. Also jetzt will ich auch eine 1. Achso, ich habe ja schon eine 1. Ja, du hast... Ich will noch eine bessere Note haben. Fertig. Und jetzt nochmal zu den wichtigen... Außerdem hast du eine bessere Note bekommen, weil du für den Herrn Tanner einen Trainingsplan gemacht hast. Ich will noch eine bessere Note. Frage, was ich drücke. Also im Moment bin ich... Ja, ich sag so bei 150? Ja, das ist ein guter Tipp. Wobei die 150 an guten Tagen nur 150. Die steht auf jeden Fall. Das habe ich mir schon gedacht, Tom. Das habe ich mir schon gedacht. Aber erstmal vielen Dank wegen meiner Tochter. Also ich weiß, sie hat es auch nicht so einfach. Aber gut, ich weiß, dass sie auch in guten Händen ist. Ne? Dann haben wir das Thema auch mal durch. Ne? Also Ashley, und was ich noch sagen wollte. Also sie... Also ich wäre natürlich ein Fan davon, wenn sie in Sport natürlich nochmal eine 1 oder eine 2 rockt. Aber das wird sie nicht schaffen in diesem Leben, ne? Aber mit diesem Vater, also mit dem Horst Meier, der ja wirklich im Lokalsport sowas von bekannt ist. Also ich habe auch ein paar Zeitungsartikel immer mit. Ja, okay, der ist wirklich bekannt. Der hat sehr viel Sport ja schon gemacht. Also, ich kenne ihn nicht. Ja, weil du auch keine Zeitung liest. Okay, das stimmt. Deswegen weißt du auch nicht so viel wie ich. Ja, das stimmt. Dabei, falls ich dir mal kurz zeigen soll. Aber ich glaube, das würde diesen Rahmen jetzt sprengen. Bleiben wir bei einer 4. Wir sehen uns im Fitnessstudio. Bis zum nächsten Mal. Fitnessstudio zusammen. Das klingt wirklich bombastisch. Und ich muss sagen... Warum hat jetzt der Horst Meier Herrn Zander zugezwinkert? Sind das Freunde? Kennen die sich? Ja, ich glaube, weil die zusammen Sport machen wollen und sich gut verstehen. Ich verstehe gar nichts mehr. Warum zwinkern die sich so oft zu?
Also ich gehe heute nach den ganzen Gesprächen auch noch eine Runde joggen. Da können wir ja auch zusammen eine Runde laufen. Habe ich mir schon gedacht. Ich habe auch immer ein zweites Paar Laufschuhe mit dabei, falls mal jemand mitkommen möchte. Also wir treffen uns später nach der Schule, okay? Frau Emers, schön, dass Sie da sind. Also, Sie wissen ja, die Lisa, ach, das ist ja ein ganz tolles Mädchen, aber dieses Jahr, da gibt es ein paar Punkte, die ich mit Ihnen zu besprechen habe. Jetzt sehen wir Lisas Mutter. Cool. Ach, die Mutter von Lisa. Uiuiui, da bin ich mal gespannt. Ja, ich habe auch ein paar Punkte mit Ihnen zu besprechen. Also mit der Lisa, das gefällt mir gar nicht. Also Sie müssen sich da schon noch ein bisschen mehr Mühe geben. Also Sie wissen ja, meine Lisa, die hat immer gute Noten nach Hause. Ganz ehrlich, man sieht, dass es die Mutter die Haarfarbe. Ja, die Haarfarbe, die passt auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Da siehst du, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, auch bei der Haarfarbe. Und die Birne. Und jetzt kommen wir nicht mit Birnen. Ja, okay. Das hat immer funktioniert und Lisa ist so ein Schätzchen. Aber es funktioniert dieses Jahr einfach nicht. Ich glaube, hier in der Schule und besonders bei Ihnen im Unterricht, irgendetwas stimmt da nicht. Und da müssen Sie, glaube ich, mal was ändern mit der... Das Einzige, was nicht stimmt bei Lisa, ist, dass sie sich nicht genug anstrengt. Nicht so sehr wie ich. Die lernt einfach nicht genug. Deswegen hat die schlechte Noten. Ja, und dass sie ab und zu mal geprankt wird. Ja, das ist auch nicht gut. Das stimmt. Ja. Lisa. Also Frau Evers, ich bin hier für alle Schüler da, ich setze mich für alle Schüler ein, aber ich muss sagen, die Lisa, die ist in letzter Zeit auch ziemlich häufig abgelenkt. Make-up, Jungs, die ist ständig mit anderen Sachen beschäftigt im Unterricht. Ja, ja. Das ist nicht meine auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja Ihre Aufgabe. Sie müssen dafür sorgen, dass Lisa sich im Unterricht konzentriert. Sie müssen den Unterricht so gestalten, dass er für meine Tochter interessant ist. Und da müssen Sie durchgreifen, wenn das nicht funktioniert. Das ist doch Ihre Aufgabe als Lehrerin. Das haben Sie doch gelernt. Also, Frau Evers, so grundsätzliche Skills müssen Sie Ihrer Tochter aber auch von zu Hause mitgeben. Und ich muss aber kurz noch was ansprechen. Das hat ihr aber auch recht, die Frau Müller. Also, ja, aber das haben meine Eltern bei mir auch gemacht. Und ja, offensichtlich ist da was Gutes bei rausgekommen. Aber Joe, siehst du? Aber das stimmt doch gar nicht. Ich meine, Lisa hat doch keine Skills. Und weil, wenn sie Skills hätte, dann wäre sie ja gut im Fußball. Aber sie kann gar keine Tricks machen. Wie kommst du jetzt auf Fußball-Skills? Ja, Skills. Da hast du wahrscheinlich wieder zu viel dieses Computerspiel, dieses FIFA gespielt. Aber es geht doch hier um Skills in der Schule. Ach, gibt es Skills für die Schule? Ja, natürlich. Gut, ich verstehe das irgendwie nicht. Und da haben wir auch wirklich durchgegriffen. Die Lisa wurde ja geärgert vom Paul. Oh die nein. Die hat ja einen Schwamm auf ihren Stuhl gelegt. So. Und das, ja, hat sie... Jetzt kommt das alles raus. Oh und das hast du auch verdient. Ich habe meine Strafe bekommen. Dann hat man das verdient. Ich habe meine Strafe bekommen. Ja, aber dann hat man das trotzdem verdient. Weil das war schon fies. Das zu Hause erzählt, weil da haben wir dem Paul erstmal einen Verweis gegeben. Also sowas dulde ich hier nicht bei mir in der Schule. Das habe ich nicht gehört. Nein, das kann es dann wirklich nicht sein, dass hier solche Sachen passieren, wie dass Schwämme auf die Stühle gelegt werden. Besonders bei meiner Lisa, da weiß ich auch, warum sie sich nicht konzentrieren kann. Also da müssen Sie wirklich was ändern und ein Schulverweis, ich weiß ja, wie das hier bei dieser Schule ist, ein Schulverweis heißt ja hier gar nichts. Da müssen andere Sachen passieren. Der muss die Schule damit... Also da hat die recht. Ich meine, du sitzt immer noch neben mir. Also offensichtlich war das nicht wirklich viel. Genau, Justus. Weißt du, was noch lustig ist? Wir haben ja letztes Jahr bei Lisa den Geburtstag gefeiert. Da habe ich ja, als die Mutter nicht da war, habe ich die Vase auch zerstört. Und die Mutter mag mich ja schon sowieso nicht. Ja, zu Recht. Aber ich habe eine neue Vase organisiert. Ich meine, es war nicht so teuer, aber gut. Das war nicht ein 1:1 Ersatz? Nein. Das wird dir nicht gut gefallen, wenn ich dir das mal erzähle. Er muss suspendiert werden. Der muss mal zu Hause bleiben. Nein. Also das müssen Sie immer noch uns überlassen. Und Sie wissen, ich ergreife Partei für Lisa. Und ich habe mich da wirklich für Sie stark gemacht. Aber nein, der Paul, der braucht nicht zu Hause bleiben. Danke. Der hat uns jetzt die Strafe bekommen. Na gut. Und das reicht. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ja, also Frau Müller, also ich glaube, ich muss da erstmal noch mal mit meiner kleinen Lisa drüber sprechen. Also das funktioniert für mich hier alles nicht. Diese Schule, das ist wirklich, muss ich mit der Lisa noch mal drüber sprechen. Und auch, dass Sie mir solche Sachen sagen, sie konzentriert sich im Unterricht nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und Frau Müller, ich bin auf jeden Fall auch von Ihnen enttäuscht. Die letzten Jahre, ich hatte so einen guten Eindruck von Ihnen. Und jetzt, dieses Schuljahr. Das also einem Lehrer so stark die Meinung zu geigen, ist ja immer noch ein Lehrer. Und ich muss sagen, ich bin echt froh, die Mutter letztes Jahr nicht kennengelernt zu haben bei der Vase, weil dann... Oh ja, die hätte dir die Hölle heiß gemacht. Ich glaube auch. Das geht überhaupt nicht. Frau Evers, also so etwas hat mir hier noch nie jemand gesagt. Ich bin eine kompetente Lehrerin. Ich würde behaupten, die kompetenteste im Kollegium. Und ich bin hier seit vielen Jahren. Soll nicht heißen, dass ich
alt bin, aber also ich finde, das klappt alles ganz gut und ich regel das hier ganz gut. Ich möchte nicht, dass Sie so mit mir sprechen. Ja, also Frau Müller, ich möchte schon so mit Ihnen sprechen. Wow. Es geht meiner Lisa hier einfach nicht gut. Und wenn es meiner kleinen Lisa nicht gut geht, dann bin ich nicht glücklich, dann ist meine Lisa nicht glücklich und Sie wahrscheinlich auch nicht, so wie sich das anhört. Wir wollen hier anscheinend verschiedene Dinge, beziehungsweise möchten wir ja nicht das Gleiche. Wir möchten, dass es uns allen gut geht, hoffe ich mal. Und vielleicht könnten Sie da bei meiner kleinen Lisa auch noch mal ein bisschen was an den Noten machen. Was meinen Sie dazu? Also sowas machen wir hier eigentlich nicht, aber das geht um Lisa. Ich mag Lisa. Ja, komm, ich mach ein Plus dran. Wie? Schon wieder oder was? Einfach so ein Plus. Einfach nur, weil man sich aufgeregt hat oder was? Ja, aber ganz ehrlich. Ich reg mich gerade auch auf und krieg keinen Plus. Ganz ehrlich, aber ich hätte schon Angst bei so einer Mutter. Also ich verstehe das Plus. Ja, aber da kann man doch keine Note deswegen geben, nur weil sich jemand aufregt. Also gut, bei meiner Mutter war das mal auch so, dass sie sich aufgeregt hat und dann der Herr Tanner eine Note besser gegeben hat. Aber das ist was ganz anderes. Aber das finde ich unfair. Gut, ich will mal weiterschauen. Ach, danke, Frau Müller. Schön. Haben wir uns doch wieder geeinigt. So gefällt uns das doch. Ich hoffe, Ihnen auch. So haben wir uns geeinigt und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Die Gespräche mit Ihnen sind immer so schön. Freue mich schon aufs nächste Jahr. Bis dann. Ach, das ist doch schön. An dieser Schule, da funktioniert das noch mit den Lehrern. Justus. Das ist ein Lehrer.